Willkommen bei einem Espresso to go mit Marco Buschmann, der konzentrierten Portion Politik hier aus Berlin-Mitte. In dieser Woche haben die Freien Demokraten ein Thema auf die Tagesordnung des Parlaments gesetzt, das mir persönlich ein besonders großes Anliegen ist, und das ist das Thema Bildung. Bildung ist aus zwei Gründen besonders wichtig. Erstens ist es die Voraussetzung für uns alle, um ein wohlhabendes Land zu sein. Denn in einer Welt der Wissensökonomie, in einer Welt der Digitalisierung brauchen wir gut ausgebildete Leute, egal ob es auf dem beruflichen Zweig ist oder auf dem akademischen Zweig, aber die Leute müssen fit gemacht werden für die Wissensökonomie und die Digitalisierung. Und zweitens ist Bildung das zentrale Thema der sozialen Gerechtigkeit, denn ich bin fest davon überzeugt, in einer Gesellschaft müssen Fleiß und Talent und was ich eben aus meinem Fleiß und meinem Talent mache, entscheiden, was aus mir wird. Und dafür ist natürlich Bildung eine zentrale Voraussetzung. Deshalb haben mich zwei Dinge besonders geärgert in der PISA-Studie, die jetzt veröffentlicht wurde. Erstens ist das Niveau der Ergebnisse in Deutschland generell gesunken. Das heißt, wir sind schwächer geworden beim Lesen, beim Rechnen und in den Naturwissenschaften. Und zweitens gibt es kein Land, in dem das Elternhaus eine so große Bedeutung für den Bildungserfolg hat wie in Deutschland. Und das finde ich zutiefst ungerecht. Und deshalb haben wir dem Parlament ein PISA-Sofortprogramm vorgelegt als Freie Demokraten. Und da will ich euch einige Ideen raus vorstellen. Erstens, wir müssen weg von der Bildungskleinstaaterei, wo jedes Land für sich rumwurschtelt, sondern wir brauchen bundesweit einheitliche und zwar anspruchsvolle Bildungsstandards. Zweitens, der Bund muss auch helfen dabei, notfalls auch in der Finanzierung. Und deshalb sollten wir die neuen Möglichkeiten, die das Grundgesetz auch dafür bietet, nutzen. Zum Beispiel mit einem Digitalpakt 2.0, um Bildungscoaches, Systemadministratoren und so weiter auch zu finanzieren. Drittens finde ich, wir müssen mehr bei der frühkindlichen Bildung tun. Wir geben in Deutschland wahnsinnig viel Geld am Ende der Bildungskarriere aus, also zum Beispiel an der Uni, und wahnsinnig wenig am Anfang bei der frühkindlichen Bildung. Da brauchen wir ein besseres Gleichgewicht, weil am Anfang kann man viel mehr noch verändern. Und viertens finde ich, wir brauchen ein Institut für gute Bildungspraxis. Was verbirgt sich dahinter? Wisst ihr, wenn Lehrer, die echten, guten und harten Job machen, so eine dicke Studie mit mehreren hundert Seiten bekommen, dann können sie nicht allein gelassen werden damit, was das für den Unterricht bedeutet, sondern da sollen gute Wissenschaftler, gute Praktiker zusammenkommen und überlegen, wie man die Ergebnisse der Forschung ganz praktisch in besseren Unterricht umsetzen kann. Und damit hätten wir eine ganze Menge getan für beste Bildung in Deutschland, die unser Land stark macht und zugleich gerechter.